Hey Leute, was geht? Eure Pest ist wieder hier und wir spielen wieder eine Runde Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben im Haus der Balladen und haben von der Geschichte von Ser Sacril gehört, welcher ein armer Wicht ist und getötet wurde von einem Graborker, welchen wir recht schnell erledigt haben. Daraufhin sind aber erneut zwei Stück auferstanden, was nicht in seinem Lied, in seiner Ballade vorkam. Die Ballade ist alles für die Feinde. Oh, da haben wir noch ein singendes, klingendes Steinchen. Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob. Was es zu einem Akt der Güte macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass er es nicht weiß. Soll er den Ruhm genießen? Niemand muss wissen, dass sein Pfeil das Ziel verfehlte. Er hat die Stadt gerettet. Er ist ein Held. Irgendwie haben wir einen Frisurenbock. Egal. Gehen wir weiter. Ja, ich habe mit Absicht die Cut-Sequenz hier nicht eingeleitet, da wir das singende, klingende Steinchen hören wollten. Kleiner Menschenauflauf? Ah, ne, halt fein. Sorry. Wir gehen zu dieser Quest. Ich lege unser Schattenschild oder unser Schild mal ab. Unsere Blase. Wir haben einen Schlüssel erhalten. Für das Haus der Balladen. Das ist ja der Sterbliche. Ja, Mann. Mit Feinkling auf dem Buckel. Beeindruckend. Ein Kind des Staubs hat den Graborka besiegt. Ihr habt euch wahrlich eine Legende geschaffen. Je. Mein Freund, euch wird der Sitz von Ser Sagrell mit allen dazugehörigen Privilegien verliehen, einschließlich der Mitgliedschaft im Hof der Zauber. Doch leider bleibt uns keine Zeit für Feierlichkeiten. Es gab einen weiteren Zwischenfall. Der König schickt nach euch. Oh, wir müssen zum Big Boss. Okay, gehen wir zum Big Boss. Oder? Welcher Zwischenfall? Einer, der Sagrels Tragödie nicht unähnlich ist. Eine weitere unvorhersehbare Verkettung von Ereignissen. Die Ballade von Blutgebein hat eine unerwartete Wendung genommen. Der große Sir Ferrara wurde entsandt, um sich dieser neuen Herausforderung zu stellen. Doch er wird eure Hilfe brauchen, denn so wird das Lied gesungen. Okay. Ja, gut, gehen wir hin. Hervorragend. Sprecht mit König Wensten im Oratorium. Es steht auf dem Gipfel von Ettinmeer, wo es einst die Herren und Herrinnen des obersten Hofes beherbergte. Nehmt diesen Trank. Ihr werdet ihn brauchen, um Sir Ferrara ins Leben zurückzuholen. Falls die Sterblichen nicht kürzlich eine Methode der Wiederbelebung entdeckt haben, ist er unsere einzige Option. Ihr Kleiner Wink werdet mit dem wissen, wann der Zaunfall. Zeitpunkt gekommen ist, ihn zu verwenden. Und Nee. nun geht und sucht König Wenzen auf. Die Erzählung liegt jetzt in euren Händen. Nein, wie kannst du nur? Ja, das war mal wieder Lebt ein wohl. Wink mit dem Zaunfall, Leute. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Krimskrams und so einen Scheiß verkaufen kann. Hier könnte das sein. Ich kann die Zeichen auf der Minikarte noch nicht wirklich alle wieder deuten. Ich hatte hier das Zeichen für Schicksalsweber Bei gesehen. mir bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Lasst mich Echt euch ansehen, alles? wie hübsch ihr doch seid. Viel zu hübsch für das Haus der Balladen, so viel steht fest. Oh, Ich schmeichel neige mir nicht dazu, so. mich an der Gesellschaft Sterblicher zu erfreuen. Sie sind so fleischig. Ich bin Elova, Lehrerin in den Oh Künsten der Mann. Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon gedacht. Nein. Ausbilden?
Nein, wir möchten keinen Lehrmeister haben. Nein, Schicksal möchten wir auch nicht zurücksetzen lassen. Einen Alchemisten brauchen wir auch nicht. Gut, dann gehen wir ins andere rein. Wäre das Diebstahl? Nö. Also. Ha, cool. Es wäre nicht einmal Diebstahl. Ha. Nehmen wir mit. Feinklinger. Na gut, wenn es kein Diebstahl ist. Alles gut. Alles gut, Leute. Ich weiß, was ich tue. Ich rolle mich eine Treppe hinauf. Ich laufe nicht. Mache ich im echten Leben außerdem auch so. Einen Heiler brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Das wäre jetzt wiederum Diebstahl. Aha. Gem-Scheiße, Schleifer meinte ich ja. Brauchen wir nicht. Will hier keiner mit uns handeln? Kleinen Arschlöcher. Ups. Ist meiner, gehörte mir. Was ist denn? Nö, mit dir möchte ich nicht reden, du bist ein Arsch. Er hat sich so angehört wie ein Arsch, deswegen. Dann werde ich das erste Mal die Schnellreisefunktion verwenden und nach Gorhard gehen. Haha, sehr schön. Wir werden in den Netzwald geschickt. Was mir persönlich ein klein wenig gefällt auch. Denn der Netzwald. Nein, ich spoilere euch nicht. Ich freue mich darauf, bin ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Wir werden ein klein wenig brauchen, um durch den kompletten Netzwald zu gehen. Denn da werden einige Quests auf uns warten. Wir werden auch die Quests des Hauses der Balladen ein paar Mal unterbrechen müssen, da es uns in Gefilde schmeißt, wo wir noch lange nicht hin können. So, erstmal Kribbels des Kramms gleich zerlegen. Oh Mann. Und weg damit. Willkommen. Ups, ich war's nicht. Oh, nee, ich war's nicht, Leute. Nein, ihr könnt mir nichts nachweisen. Nö, sehe ich nicht ein, ich war's Mach nicht. keinen Ärger. Ich doch nicht, nein. Wie kommt ihr denn nur auf so einen Schwachsinn? Die werde ich zerlegen. Moment, schaue ich mir nochmal den hier kurz dazu an. Nur weil er einen Sockel hat. Das Ding ist scheiße. Haben wir hier noch irgendwo was, um so zu hauen oder sowas? Oder? Nein, warum auch nichts? Ha, Lunder. Lunder. Auf jeden Fall Blunder. Nee. Quest, bla. Okay, gut. Nein, Leute, wir würden doch keinen Ärger machen. Wie kommen die nur darauf, oder? Ups. Das war doch aber nicht unser Stab, oder? Nein, gut. Stimmt, wir hatten den Stab ja doppelt, Leute. Stimmt, ja, da war ja was. Stab, Feinklingen. Okay. Soweit, Willkommen. so gut. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Nö, aber du habe ich so das Gefühl. Ja. Wir kommen dem Rucksack immer näher, Leute. 7500. Verkaufen. Oh, verkaufen wir mal ein bisschen Scheiß. Wo haben wir denn ein paar von den Scherben hier? Brauchen wir eh nicht. Was haben wir noch, wo wir verkaufen können? Naja, Reparaturpads, naja. Naja, die brauchen wir noch. Xenze Schicksals brauchen wir auch noch, sorry. Ist alles nichts wert. Ja, das wäre ein bisschen was wert, aber das brauchen wir noch. Nee, wir kommen eh nicht jetzt darauf. Wiedersehen. Und mehr möchte ich eh nicht tun im Moment hier.
Dann lasst uns mal schauen, wo wir hingehen. Gorgord. Waren wir hier schon? Nein, da waren wir noch nicht. Dann würde ich sagen, laufen wir wieder mal in den Bereich. Was für eine Quest haben wir gerade aktiv noch? Ah, nein, wir sollten ja hier noch einen Bescheid geben, dass die Feie nicht angreifen werden. Das tun wir noch schnell. Wo haben wir denn den Kleinen da hinten? Er ist wieder oben. Ja, wo ist er? Ha, Ihr habt ha. es geschafft. Halslappen. Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feien hätten ihre Rachegelüste an euch ausgelassen. Wie Zinswur. üblich war ich im Irrtum. Die Feier hat Ja. sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Gorhard wird eine neue Gemeinschaft sein, ein Ort des Miteinanders, und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Nein. Ein Eisenlangschwert. Aha. Dein Ernst? Alter Mann. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Oh, Dorf. Scheiße. Hey, Feier. Feier, sagte ich. Seid gegrüßt, Fremder. Mir ist bewusst, dass ich mein Überleben euch zu verdanken habe. Big Und Boss. dafür stehe ich in eurer Schuld. Ja, Mann. Unsere Völker haben sich schon viel zu lange voneinander abgesondert, aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Nein, wir machen nichts Unanständiges. Das kannst du vergessen. Ich Hallo. hechte die Treppe hier runter, diese hier auch. Da habe ich gesehen, er hat noch ein Was ist? Ausrufezeichen auf der Fresse. Sollen wir ihn ansprechen? Ach komm, machen wir. Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Die Kriegsgeweihten, oh mein Gott. Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen, doch wir sind Söldner, die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Ich einfach nur nicke. Ihr könntet geradewegs zur Schildringfeste gehen und euer Schwert anbieten. Mit einer Empfehlung von mir wären eure Erfolgsaussichten jedoch höher. Um sie euch zu verdienen, müsst ihr etwas Empfehlenswertes Ach tun. Mann. Es gibt zwei Brüder, Abschaum der Roten Legion, namens Osgar und Medgar Krast. Bringt mir Beweise, dass ihr sie beseitigt habt. Ich zahle mit Münzen und meinem guten Wort. Haben wir nicht schon einen Gegenstand von diesen krassen Brüdern? Ja, einen. Dann würde ich sagen, machen wir schon die zwei Quests mit den Dolchen. Das hier und das andere noch. Denn das Haus Ich der grüße euch. Balladen, das kann noch ein klein wenig dauern. Die Leute dort sind doch eh unsterblich. Also, warum so Gehabt Hektik? euch wohl. Warum so eine Hektik, hä? Wo muss ich hin? Ah. Jetzt hat die Kleine eine Quest für uns, endlich. So. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Camden könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Hey. Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Ach komm, helfen wir der Gutschen. Sie hat ja nur eine schöne kleine Nacht mit ihm. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Camden freiwillig gemeldet, Didenhill, okay. obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Gut, gehen wir dorthin. Wiedersehen. Das machen wir aber nicht jetzt, das machen wir später. Ja, Leute, mir ist ein bisschen langweilig, deswegen. Ein bisschen besoffen und laufen.
Können wir schnell reisen? Stimmt ja, ich weiß, warum ich die Quest nicht getan hatte. Das machen wir schon eher. Gehen wir dahin. Ja, ich bin ein klein wenig faul, was das Laufen dieser Strecken angeht. Die Karten sind einfach mit der Zeit zu groß. Muss man einfach so sagen. Sie sind wirklich zu groß. Und ja. Von alten Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Tirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Dureks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha in Trunkenheit. Beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kalt gesegneten Fieriol brach Bayala Tirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Hamas? Okay, gut. Ja, das singende, klingende Steinchen meinte irgendein Blabla. Wegen, wie war das? Blabla? Batsch! Und das hatte ich zerlegt. Oh, ein Stab! Das ist scheiße! Oh Mann! Banditen! Es wird nicht sehr wehtun. Hey, Kleine. Du bist so heiß wie ein Vulkan, oder wie ist der Scheiß? Oh, Mann. Sorry, das musste jetzt aber sein. Was haben wir hier? Eine Schutzstatue durch einen Baum hindurch. Interessant. Hey, wo ist euer Freund? Red wird ihn wollen. Kostet meine Klinge. Ja, du kannst doch eh nix. Kannst gern mit deiner Klinge kommen. Hey, Kleiner, du wolltest es so. Ups. Das heißt so viel wie gehen wir nicht auf den Sack, Mann. Was haben wir hier alles denn Schönes rumliegen? Eine Truhe. Schwer. Ups. Ja. Nein. Immer noch nicht. Nein. Ja, schon besser. Ich muss vorsichtiger werden, was das Schlösserknack angeht. Wir haben nur noch 4 fucking Dietriche. Oh Mann. Ich werde vielleicht ein paar kaufen. Wir nehmen alles mit. Plündern. Weiter. Sagt uns, dass wir jetzt schon wieder zurück sollen. Was haben wir hier? Da haben wir den Brunnen. Falls sich noch der ein oder andere dann daran erinnert. Ein kleines Wölflein sprach zu uns, wir sollen einen Brunnen finden. Denn dieses Wölflein wurde verwandelt in ein Mensch. So, ich glaube, die Quest war's. Da kommen wir rüber. Was steht denn da? Oh Gott, nee, kein Bock. Ebenholzborke. Sehr schön. Den Punkt weg. Ich verfolge mal diese Quest jetzt noch ein bisschen. Dann laufen wir noch ein bisschen rum. Wir haben ja noch genug Platz im Inventar. Zeit haben wir auch noch ein klein wenig.
Von daher. Und weg mit dir. Ist hier ein Champ in der Nähe? Ja. Ja, man sieht genau, wenn ein Elfenchamp in der Nähe ist, denn dann nutzen die Elfen andere Angriffe. Die Standardangriffe der Elfen ist ein Sprint auf einen zu. Was ja diese hier nicht getan haben. Stimmt, der Brunnen wandert ja. Wir laufen mal ein paar Schritte. Ich glaube, da hinten hätten wir ihn fangen können. Was sind noch mal ein paar Gegner? Nochmal Elfen, 2, 3. Okay. Rennen. Jo, jo, jo. Immer mit der Ruhe, kleine Elfe. Und weg mit euch. Ah, schnell, Brunnen. Ah, da, ah. Nein, fuck. Wir haben ihn ganz knapp verpasst, Leute. Wir haben ihn aber immerhin schon gesehen. Wir müssen jetzt hier in der Nähe bleiben. Ich mache mal den Stufenaufstieg schnell. Wir werden wieder auf Schmiedekunst gehen. Und wie war das? Wir brauchen... Wie viel brauchen wir eigentlich? Unterbrechen, ja. Ich wollte mir noch mal kurz die Rüstung hier anschauen. 4. Okay, den einen Punkt investiere ich jetzt noch, das ist kein Problem. Mit 3 Punkten hätte ich eher ein Problem. Machen wir hierauf einen Punkt. Und hier nochmal 2. Da hätte ich gerne einen und wann können wir hier hin? 20 verteilte Punkte, okay. Chakrame. Waffen, die wir noch nicht haben. Mache ich auf. Ja. Na. Komm schon. Oh, Glück gehabt. Ja, Leute. Wie man vielleicht gemerkt hat, bin ich in diesem Teil nicht so geschickt darin. Moment. Ja, ich laufe es gerade ein bisschen hin und her, denn dieser Brunnen bewegt sich immer mehr, wenn man sich bewegt. Ich weiß nicht, muss ich jetzt weg ein Stück weit? Schauen wir mal. Ich weiß nicht mal nach was für einem Kriterium der Sprung hin und her springt. Ah, Wölfe. Schön überrascht. Der hat keine Chance, Wolf. Ach, komm, renn, 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 renn. Lauf. Lauf. Ja, geschafft. Und jetzt bleibt er hier auch. Gut, wir haben den Brunnen auch endlich bekommen. Wann welche Stufe leicht? Da ist noch ein roter Punkt, den eliminieren wir noch. Was ist denn das? Bärchen. Und tschüss, Bärchen. Möchte werden verkugeltes Teddybärenfell. Mit Sterndiesteln im Arsch. Ja, danke. Ist nicht so meins, aber wenn es dem Bärchen gefällt. Okay, okay, okay. Ja, da haben wir noch eine Quest. Gut, aber ich sehe, Leute, die Zeit neigt sich dem Ende leider zu. Die Quest werden wir das nächste Mal anfangen, würde ich sagen. Und seid gespannt, so viel kann ich euch sagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.